Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, es ist geplant, bei der land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildung ein österreichweit einheitliches Berufsausbildungsgesetz zu schaffen, hat den riesen Vorteil, dass es nicht 9 eigene Landesgesetze braucht, und das ist ein guter Inhalt. Dazu ist beabsichtigt, einen land- und forstwirtschaftlichen Bundesberufsausbildungsbeirat zur Koordinierung und der laufenden Beratung zu schaffen. Die Grundidee hinter dem Berufsausbildungsbeirat ist keine schlechte. So soll dem Beirat keine behördliche Aufgabe zugewiesen werden. Es soll lediglich ein beratendes Gremium handeln, und die Mitglieder des Beirates sind ehrenamtlich tätig. Aber genau die Besetzung dieses Beirates ist das, womit wir uns nicht anfreunden können. Hier wird das Wort, hier wird wortwörtlich im eigenen Saft der ÖVP gebraten mit etwas Zutaten der SPÖ. Aus unserer Sicht wäre es sehr zweckmäßig, wenn alle Parteien im Hauptausschuss des Nationalrates vertreten sind, die diesem Beirat angehören. So könnte der Bundesminister seine zukünftigen Entscheidungen auf ein starkes Fundament und einer breiten Expertise stützen. Diese Regierungsvorlage hat durchaus positive Aspekte. Wir forderten nur, dass diesem Beirat nicht nur die ÖVP und die SPÖ angehören und ihre rückwärtsgewandte großkoalitionäre Politik betreiben. Nein, wir wollen einfach ein bisschen mehr Vielfalt in diesem Gremium und forderten ein Sitzrecht für alle Parteien. Aber die Bundesregierung war nicht kompromissbereit.